Top of the Mountain Konzert, einmal Helene Fischer, 33, Herzbeben vor der traumhaften Kulisse der Alpen live erleben? Das ist am 30. April 2018 in Ischgl möglich. Die deutsche Schlager-Queen wird die Skisaison in der Tiroler Gemeinde mit einem Konzert bei der bekannten Veranstaltung Top of the Mountain beenden. Die Tickets für das Closing in Ischgl sind laut dem Tourismusverband ab dem 7. April auf ischgl.com verfügbar. Karten für das Helene Fischer-Konzert auf der 2320 Meter hochgelegenen Idalp gibt es nur im Gesamtpaket mit einem Tagesskipass. Dieser kostet für den 30. April 115 Euro. Wer im Besitz einer Gästekarte des Tourismusverbandes Paznaun Ischgl und Samnaun ist, kann vor Ort auch einen 2-125 Euro oder 3-Tage-Pass 135 Euro inklusive Konzertticket kaufen. Das Konzert startet bereits um 13 Uhr. Den Besuchern wird empfohlen, sich rechtzeitig auf der Idalp einzufinden. Mit dem Top of the Mountain Konzert wird in Ischgl traditionell die Wintersaison beendet. Bei der Veranstaltung treten jedes Jahr berühmte Künstler auf. 2017 heizte der italienische Rock-Superstar Zucchero, 62 Beiler, Sexy Thing, den über 14.000 Konzertbesuchern ein. 2016 sorgten die britischen Rocker von Muse, Drones beim Closing für beste Stimmung vor der Bergkulisse der Silvrita, Spot on News.